Ein weiteres sehr häufiges Krankheitsbild in der Altersmedizin ist das Delir. Das Delir, das ist ein medizinischer Fachausdruck, wenn ich das mal übersetzen darf, würde man sagen, wie Luther, das ist ein akuter Verwirrtheitszustand. So ein akuter Verwirrtheitszustand bei einem älteren Patienten ist, das muss man auch so klar sehen, ein akuter lebensbedrohlicher Zustand. Kernsymptome dieser Verwirrtheit sind neben Aufmerksamkeitsstörung, Orientierungsstörung, Störung im Tag-Nacht-Rhythmus. Für diese Patienten wird der Tag zur Nacht und die Nacht, da werden sie aktiv, sowie andere zirkadiale, also andere zeitliche Rhythmen. Das sind Kernsymptome. Und jetzt kommen zusätzliche Symptome dazu, da wo die Diagnostik das immer relativ schnell und zügig erkennt, wenn die Patienten, die Kranken, hyperaktiv sind. Wenn sie also anfangen, aggressiv zu werden. Das kann aggressiv bei der Abwehr von medizinischen Behandlungen sein, das kann verbale Aggressivität sein, das kann sein, dass sie eine Hinlauftendenz haben. Sie laufen ja nicht von der Geriatrie weg in dem Sinne, sondern sie laufen zu ihrer gewohnten Umgebung hin. Und in der Regel ist das die Häuslichkeit. Das ist eine akute, hyperaktive Form des Delirs. Aber dann gibt es auch die andere Form, die schon schwieriger zu diagnostizieren ist, dass, wenn Patienten mit dieser akuten Verwirrtheit in sich eingekehrt sind, sie liegen also apathisch, also ohne Teilnahme im Bett, lassen mit sich eigentlich alles geschehen. Wenn der Arzt zu ihnen kommt, ihnen beispielsweise einen Zugang legt, dann ist das kein Problem. Das ist aber auch ein akuter Verwirrtheitszustand und ebenfalls ein lebensbedrohlicher Zustand. Und da muss das geriatrische Team reagieren. Reagieren einmal, dass es solche Zustände erkennt, vor allen Dingen die hypoaktiven Verwirrtheitszustände. Dazu haben wir hier am Asklepios Klinikum und speziell in unserer Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation einen sogenannten Screening-Test etabliert. Das ist ein Standardtest, der ist gut evaluiert, wo wir mit guter Sicherheit sagen können, ob hier ein Delir, also eine akute Verwirrtheit, vorliegt. Warum ist das so wichtig? Weil das Delir in der Altersmedizin eine Notfallerkrankung ist und eine entsprechende medikamentöse, psychologische, aber auch pflegerische Behandlung bedarf.